Unser Tag beginnt mit traumhaften Bedingungen. Wir wachen auf am Strand und planen ein paar Erledigungen in Mangaluru. Einfacher gesagt als getan. Nachdem die Fahrt mit einem Unfall beginnt, keine kalten Getränke erhältlich sind, sich der Weg in die Stadt zieht und wir gegen 17 Uhr immer noch nichts erledigt haben. Ob wir noch das eine oder andere auf unserer To-Do-Liste streichen können, seht ihr in diesem Video. Wann gibt's Frühstück? In 10 Minuten. Oh, da schwimmen Delfine. Bayern Versuch wert. Heute geht es nach Mangaluru. Wir werden einen Erledigungstag in der Stadt haben und los geht's. Heute ist wohl nicht so unser Tag. Haus kaputt gefahren. Wo sind wir dagegen gefahren? Na, Decke haben wir kaputt gemacht. Okay. Das war der erste Unfall, der selbst verschuldete. Ja. Wie dann? Zu weh. Nicht wegen am Geld, sondern weil man halt einfach was kaputt gefahren hat. Unachtsamkeit und ärgerlich. Ja, das ist eine Delle und Quatsch, das ist. Das ist voll eingedrückt. Delle, was für eine Delle der Koffer hat. Die fallen dir nur nie auf, weil du ihn nicht lackiert hast. Das läuft ja vielleicht viel am Schnürchen. Der eine hat keinen Kühlschrank, der nächste ist gerade essen, anstatt Hühnchen zu schlachten. Kann ja nur besser werden. Ich bin angepasst. Schlechte Laune wird jetzt mit bösem Zucker weggemacht. Und hilft's schon? Ja. Okay. Ja, es ist heiß, es ist anstrengend. Und eigentlich hätte was auch geholfen. Aber eigentlich ist es eigentlich ein gutes Wort. Hat ja dann doch noch geklappt. Ja. Viel Geld wollte er haben. 500 Rupi für 300 Liter Wasser. Dann hat er gesagt, er ist ein Gangster. Also runter. Was da drauf? Ja. Was machen wir jetzt oben? Was ist oben? Ah, dann könnte man noch Klopapier kaufen, Küchenpapier und Klopapier kaufen. Yes, es stinkt jetzt nach Plastik hier in dem Laden. Und da hat es genau mein Abteil zum Kisten suchen. Und schon wieder volle Taschen. Eigentlich haben wir von dem, was wir erledigen wollten, bis aufs Wasser nichts erledigt. Nee. Und es ist 5 Uhr abends. Hoffentlich können wir noch was von unserer Liste von heute streichen. LPG zu finden hier in Indien ist gar nicht so einfach. Aber Benny, probiert's mal. Funktioniert? Ja, ich glaube schon. Einen zu. Oh ja, die ist leer. Oh ja. Das ist ganz schön leer. Höchste Eisenbahn. Der richtige Adapter müssen wir suchen. Ich glaube, der war's. Eine Gasflasche mit Füllstopp.
in Deutschland undenkbar. Fahren wir mit um die halbe Welt. Das ist RPG. Das ist nicht CNG, das ist RPG. For sure. Yeah. It's LPG. This one is LPG. Und das, was er da hat, ist auch LPG. And this is also LPG, ja? Yeah? LPG. LPG. So, fein, haben wir das Ding wieder voll? Also, das ist der E-Planet-16. Ja. Das Ding ist super praktisch für auf Reisen, weil du kriegst es echt überall gefüllt. Du gehst an die Tankstelle, kriegst es gefüllt, hast keinen Schiss mit irgendwelchen Flaschen, irgendwelchen Adaptern oder sonst irgendwas. Das ist geil, eine Tankflasche. Das ist geil. Technisch umsetzbar ist, das so eine Fliegentür hinzumachen. Ich wollte eigentlich einfach so ein Fliegennetz, so wie wir das auf Schonten machen. Weißt du noch? Ja. Das Gitternetz und Jan hat gemeint, es geht, wenn man da Druckknöpfe anbringt. Haben wir denn Druckknöpfe? Ja, die müssen wir halt dann auch so. Oder mit Nieten oder. Na guck, da hat sich doch schon. Kriegen wir das montiert? Ich habe gesagt, auf der anderen Seite, auf der einen Seite geht es irgendwie, auf der anderen Seite ist es schwierig. Wir haben diesen Vorhang, aber wir müssen rausfinden, wie wir ihn denn montieren. Dass ja. Wir haben einfach ein Netz. Es ist bauartbedingt dermaßen kompliziert, weil halt irgendwie an die Enden von den Türen irgendwie immer was anstößt. Dann hat man die Türklinke, die in den Raum reinragt. Also es ist ein bisschen schwierig, da wirklich was Leichtes zu entwickeln, was dann auch wirklich dicht ist. Weil so ein bisschen Vorhang haben wir ja, aber halt, wenn man das wirklich nutzen will, dann muss es dicht sein. Ne? Dann zwei Moskitos reichen, um dich um den Schlaf zu bringen in der Nacht. Und genau da, das sollte können auch trotzdem. Was steht jetzt noch auf der Liste? Mikrofone brauchen wir. Wir haben einen netten Parkplatz gefunden und müssen jetzt nur noch 500 Meter laufen. Und dann können wir in die Mall. Die Verkabelung findet hier wirklich so statt. Ich dachte, das machen sie mal extra fürs Fernsehen, aber es ist Realität. Eine typische Frau, logische Entscheidung. Ich würde mal nach unten fahren. Da muss es sein. Von unten anfangen und sich nach oben arbeiten. Oder einen Wegweiser suchen. Oder jemanden fragen. Stauboxen gefunden. Was hat der nette Herr in der Kasse jetzt gesagt? Wo müssen wir hin? Nach unten. Nach unten? Ja, weil das einfach aus dem Gefühl heraus zu entscheiden ist so. Weibliche Intuition. Ja. Das war unser Erledigungstag in der Stadt. Die Sachen, die fehlen, da müssen wir nochmal gucken. Wir haben jetzt unseren Nachtplatz gefunden. Der LKW steht da hinter mir. Dort, wir sind auf einem Parkplatz von der Tempelanlage und verabschieden uns erstmal soweit. Bis zum nächsten Mal. Okay.